Moin moin meine lieben Freunde, ciao la ragazzi, wie sagt man, Formel 1 2017 Qualifying in Italien mit Virus, grüß dich. Servus, Grüezi und hallo, jawohl. So, ja, und da ist gerade ein Ferrari vor mir rausgefahren, der kommt Come bestimmt jetzt auch gleich, das stai, klingt das. Camillo? Bene, bene. So, bist du schon raus oder bist du noch, da ist was Pinkes hergefahren, ich habe was gesehen. Gut, dann Das weiß ich schon, Thema, dass bist du du schon Virus raus? hast, Schatz, bist du schon fertig? Ja, ich bin schon raus. Komisch, ich hab's gar nicht mitgekriegt. oder? Wie? Ach, machst du schon? Ja. Ach so, du machst schon. Okay. So, jetzt fahren sie alle raus. Dann würde ich mal sagen, komm, jetzt haben wir ein bisschen Puffer. Ja, Änderungen können da nicht mehr gemacht werden, weiß ich. Gib ihm. Ziel ist es, zwei Runden zu fahren, gute Zeit zu haben und dann nicht mehr raus zu müssen. Reifen schon. Mal gucken, ob das klappt. Der Ruckelberg, der zieht ja auf einmal rüber. Ja, kannst du nicht. Du verdammter irrer Arsch, du! Ne, freudig bleiben. Fünf letzte Gridstrafe, kommst du mit Hülkenberg? Du kannst mich mal! Ja. Ich hasse diesen Bastard, ey! Na, halt dich zurück. Sagt man ihm auch 20.000 Mal. Dieser Frittenjupp, ey! Du sollst ihm auch nicht in die Karre fahren. Das geht dich überhaupt nichts an, Jeff. Ach, Mann. Oh, spätestens nach dem Start hast du sowieso schnell wieder die ganzen Plätze wieder, von daher. Los, Reifen, werdet warm. Ich habe das Magnum-Eis vor mir. Weil der heißt ja Magnussen. Der Kevin. Kevin. Na, bin mal gespannt, ob der blöde Kevin in der nächsten richtigen, echten Saison auch wieder so eine Scheiße macht. Ja, der ist ja wirklich Kevin. Was lassen du so doof? Ja, Kevin. Ja, heißt doch so. Alpha Kevin, ey. Ja, ist es ja auch, wenn du es so nimmst. Der hat doch in der echten Saison auch nur Scheiße gebaut. Aber kennen wir mal noch einen Kevin, Ja, das ist was anderes. Na, jetzt habe ich auch noch Van Dorn vor mir. Warum müssen die ausgerechnet jetzt aus der Box fahren, wo ich auf meine schnelle Runde gehe? Zehntausend Kilometer Platz. So, Verstappen. Los. Du musst in den nächsten paar Runden an die Box kommen. So, Verstappen, Max. Was hast du drauf? Witz, komm raus, Lauch bis zum Tingel. Viertel, das Viertel, 1,28, ja, das, was ich vorhin hatte. Ein schlechter Specht. Ja, geht doch! Dann haut er eine Zeit raus und ist das mit den Plätzen sowieso wieder wurscht. Mal gucken, ob ich dadurch, dass ich keinen Platz hatte jetzt. Na, komm. Nee, besser wird's nicht. Oh, la 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 la. Nee, nicht so. Dieser scheiß Dreck. Alter, 0,1 Hundertstel nur. Boxenstopp. Ist der Camilo ein bisschen weggerutscht und durch den blöden Boxenstopp. Stoffel van Dorn. Geht klar. Ja, durch den kleinen Ritt ins Gras. Da fahre ich jetzt rein, bringt sowieso nichts mehr. Jo. Ja, das stimmt wohl. Auf und davon.
Siehst du mal, dann kannst du als Fünfter starten und dann. Läuft das doch. Ja, besser als wenn er als Sechster oder Siebter gestartet hätte. Da ist kein Unterschied. Doch. Zwei Mann weniger vor allem. Dass man die nicht irgendwann irgendwo kriegt, ey. Kommt, Jungs, werd mal fertig ja jetzt, ey. Mann, wie lange die sich da aufhalten? Oh, jetzt kannst du noch 6 Minuten zugucken. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,24. Ja, die Reifen sehen noch taufrisch aus, sehr schön. Beim zweiten Sektor, Alter. Weißt du nicht, welcher das jetzt gerade ist, aber da bist du ganz schön schnell, ey. Ja, kann ich dir auf der Karte. Auf der Karte siehst du das ja an den Strichen schon. Warte mal, wenn er jetzt mal endlich mal runtergezogen hat. Und mich mal endlich gucken lässt, dann kann ich dir das direkt sagen. Warte mal, wie kann ich das denn hier? Auf jeden Fall ist das der kurvige Abschnitt oben mit der, da wo die zweite S-Kurve anfängt, kannst du sagen. Oh, oh, oh! Der hat dann reinkönig vorbeigelassen. Was ein Zweikampf. Und komm, Raikön, jetzt aber, gib ihm! Bei Höchstgeschwindigkeitsdienst rüber. Ist natürlich scheiße. Ach, Raikön, du Lauch, ey. Zieh doch rüber, Mensch! Geht doch, lass dir doch von... Doch. Lass dir doch nicht von dem da die Zeit wegnehmen, ey. Ja, die Zeit ist wahrscheinlich eh schon im Arsch. Oh, mein Teamkollege ist auch endlich raus. Sehr schön. Aber da dürften uns ganz klar die Peseten fehlen. Mamma mia. Und mal gucken, was der Perez reißt. So viel ist noch nicht los. Warte mal, ist denn der Dings schon gefahren? Jetzt übersehen. Ach ja, und da ist er auf 4. Oh, Vettel hat sich ja gar nicht. Oh, der einzige Silberpfeil, der besser ist als die beiden Ferrari, ist der Bottas. Also, da würde ich es auch dem Vettel gönnen, wenn er hier gewinnt. Wenn ich nicht gewinnen würde, sag ich mal. Oder dem Raikön, wäre mir auch noch egal. Hauptsache kein Mercedes ist auch hier in Italien, das wäre nicht so schön. Wundert mich, dass jetzt die Strecke noch frei ist, relativ. Normalerweise sind es auch jetzt alle nochmal, jetzt aber alle raus. Ja, jetzt gleich fängt das so an, kannst du sagen. Eine Runde dauert ungefähr 1,25. Meinst du, dass die nochmal rausgehen jetzt gleich? Ja, ja, jetzt um so 3 Minuten, also so unter 3 Minuten wird es, glaube ich, nochmal voll. Ist ja meistens so. Weil manche sind ja auch noch nicht gefahren. Ich nehme an, dass das jetzt gleich... Oder auch nicht. Würde mich jetzt aber stark wundern. Abwarten. Kann auch sein, dass es lassen, kein Plan. Komm schon, Perre, super Zeit jetzt. Gib mal Gas mit deinem Hobel, ey. Wenn ich so schnell kann, dann kannst du das auch. Oh, der Perez auf 6. Jawohl. Hat er gut gemacht. Ach, scheiße. Jetzt ist er 7. Da stand er gleich fast hinter mir, ey. Okay, hat er recht. Jetzt wird's wieder voll. Oh, guck, sie nochmal alle raus. Dass sie gerade nochmal eine Runde fahren können. Oh, der quert nur auf 13. Naja. Oh, der schießt den Stau hier. Oh.
Eieiei, wir sind ja alle da. An der S-Kurve bei Start und Ziel, du. Eieiei. Könnt ihr Glück haben, dass sie jetzt gerade da sind. Wenn das jetzt hier in der Dings wäre, ui, schlechte Zeiten. Wie lange die da alle durchgefahren sind? Muss ja. Oh, der Palmer blockiert den... Also nicht Red Bull. Welcher Red Bull ist denn das? Mal gucken. Oh, Perez? Schaffst du es? Wahrscheinlich nicht. Perez traut sie nicht. Aha, aha. Perez hat sie nicht getraut zu überholen. Das hat jetzt Zeit gekostet. Ah. Ja. Aber direkt in die Boxengasse, da brauchst du auch nicht mehr überholen. Wow. Oh. Ohne Sinn und Verstand. Na, der Wehrlein hat einen Ferrari hinter sich. Ja, den Vettel. Der arme Vettel. Bin ich mal gespannt. Ach, ja, da haben doch wieder die beiden Mercedes. Ach du Jemine, ach du Jemine. Ach, ist das ärgerlich. Hoffentlich kriegen die Ferraris das dann auch geschissen. Ja, der Virus wird dann enden. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich im Rennen wieder und dann passt das schon. Bis haut gleich. Rein, macht's gut. Go, 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 go.